fast 50 Jahren wurde der Marketing Club Saar gegründet. Hätte damals ein besonders gelehrter Mann 50 Jahre nach vorne geblickt, was hätte er gesehen? Und wenn wir heute genau 50 Jahre in die Zukunft blicken, was glauben wir zu sehen? Ganz sicher werden wir oder unsere Kinder und Kindeskinder etwas erleben, was jenseits unserer heutigen Vorstellungskraft liegt. Ist es nicht auch so, dass alle Prophezeiungen in der Menschheitsgeschichte auch deshalb scheitern mussten, weil sie als Basis ihres Zukunftsszenarios immer die Gegenwart nahmen? Zukunft ist grundsätzlich das, was sich ab jetzt überall und irgendwo auf der Welt entwickeln wird. Entwicklung entsteht überall dort, wo neue Ideen geboren werden. Ideen werden permanent geboren, solange der Mensch ein Mensch ist. Niemand vermag zu sagen, welche Ideen in der Zukunft prägend sein werden. Denn viele unberechenbare Faktoren tragen zu Erfolg oder Misserfolg einer Idee bei. Und dennoch sind wir alle ständig auf der Suche nach der Idee, die zündet und andere entflammt. Auch Ihr Kopf steckt voller Ideen. Und der Kopf Ihres Nachbarn. Und die Köpfe vieler Menschen bei Ihnen in der Straße, in der Stadt, im Land. Ideen für unsere Zukunft ist der Nährboden für die Gestaltung eines ganz besonderen Tages. Wir werden im Spätfrühjahr 2012 die Menschen im Saarland einladen, zu staunen und zu begutachten, zu bewerten und zu registrieren, aus was für guten Ideen tragfähige Konzepte oder zukunftsfähige Komponenten geworden sind. Wir präsentieren den Marktplatz der Zukunft im Atrium im Haus der Wirtschaftsförderung. Donnerstag, 10. Mai 2012. Die Zukunft gehört denen, die sich auf sie vorbereiten. Sind Sie dabei? Eine Veranstaltung des Marketing Club Saar e.V. in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft im Saarland.